Einen wunderschönen guten Tag und hallo aus Los Angeles. Heute gibt es ein ganz spontanes, schnelles Video. Also ich weiß nicht, ob es schnell wird, je nachdem, wie schnell wir die Sachen finden, die wir brauchen. Und zwar geht es heute in ein Baumarkt. Danach wurde schon sehr oft gefragt, allerdings habe ich das bisher immer abgelehnt, weil ich nicht wirklich Ahnung habe. Also wenn ich da reingehe, kann ich nicht wirklich viel erzählen, sondern einfach nur die Kamera hinhalten. Home Depot und Lowe's sind so die großen Baumarktketten, vergleichbar mit Obi, Hornbach etc. Ich bin heute nicht alleine, damit wir doch ein bisschen mehr erzählen können. Und zwar ist heute mein Vater hier. Meine Eltern sind nämlich gerade zu Gast hier in Los Angeles. Ihr habt ihn ja schon öfter mal gesehen, beziehungsweise zweimal vielleicht, als wir Musik zusammen gemacht haben. Genau. Und er kann nicht nur sehr gut Musik machen, sondern kennt sich auch im Handwerksbereich sehr gut aus und ist ein Stammgast in Baumärkten. Wir gehen einfach mal zusammen da heute rein. Ich brauche nämlich eine Schraube. Zwei Schrauben brauchen wir dafür. Toilettenrollenhalter, das ist aus dem Schrank rausgebrochen und das befestigen wir. Zwei kleine Schrauben. Aber wir gucken uns den ganzen Baumarkt an. Das Einzige, was ein Problem ist, deswegen stehe ich gerade so, weil das Mikrofon hier ist. Mein zweites Mikrofon ist leider während des Cybertruck-Videos kaputt gegangen. Ich wollte das schön machen, dass er auch eins bekommt. Wir versuchen einfach nah beieinander zu bleiben, dann wird das einfach durchs Handy aufgenommen. Okay. Los geht's. Los geht's. Genau so sieht eigentlich jeder Home Depot aus, bei dem ich jemals war. Die Parkplätze, großer Parkplatz, man findet immer was. Und natürlich stehen hier hunderte Pickup-Trucks vom Baumarkt, aber die stehen auch überall. Gibt's nicht immer, glaube ich, aber hier gibt es sogar auch einen kleinen Pflanzenladen. Das gibt es ja auch bei unserem Obi, ne? Oh, das ist natürlich gefährlich jetzt für deine Mutter. Nichts einkaufen, darf man nicht mitnehmen im Flugzeug. So, aber hier gibt es schon mal sehr viele, viele Grills und so kleine Holzhütten. Man kann tatsächlich, glaube ich, bei Home Depot mittlerweile also kompletten kleinen Anbau, Bausatzhaus kaufen. Also für mehrere 10.000, 20.000 Dollar. Du musst jetzt immer sagen, wenn dir was auffällt, was anders ist. Ja, hier, Blumen. Von der Größe her ist das schon ganz beeindruckend, aber jetzt auch nicht gigantisch. Ja. Also, zumindest ist das so der erste Eindruck. Die amerikanische Flagge. Das ist schon mal was anderes. Meine Mutter meinte gerade, so riesige Verpackungen, das ist was Besonderes schon mal. Egal in was für einem Laden. Wenn man gucken will, ob es irgendwelche Angebote gibt. Clearance heißt immer quasi Ausverkauf, also was so quasi aussortiert wird. Das gibt es dann meistens zu sehr günstigen Preisen. Wie auch in jedem Supermarkt hier ist immer alles sehr gut ausgeschildert. Findet man eigentlich immer alles sehr gut. Ja, hier gibt es halt auch komplette Einbauküchen, also sogar wie bei Ikea, wie man das so sieht, wo man sich dann natürlich auch die Einzelteile kaufen kann. Also man muss da nicht die komplette Küche kaufen, logischerweise. Und dazu gehören auch die typischen Riesenkühlschränke. Die gehen halt auch von bis, ne? Das ist jetzt ein ziemlich großer. 1500 Dollar. Mit Wasser. Oh, ich geh gleich los hier. Gibt es natürlich auch ein bisschen kleinere und mit Bildschirm. Und der hat keinen Bildschirm, das ist so eine, geht das Licht an drin. Also es geht hoch, ne? Bis über 2.000 bis 3.000 Dollar. Aber die meisten kann man für unter 2.000, sogar für unter 1.000 kriegen. Sogar mit Wasserspender. Je nachdem, welche Marke. Mega Waschmaschinen. Das ist, glaube ich, gleichzeitig eine Zeitmaschine hier. Trockner natürlich, Trockner sehr beliebt hier. Gibt es auch immer zusammen mit Waschmaschine. Ja, guck mal hier mit Zugang von oben, das ist auch gut. Aber bei den meisten sitzen die dann immer aufeinander, Trockner und Waschmaschine, wie bei mir auch. Und das ist auch gut, von oben rein. Kann man sogar reingucken. Hallo. Was meinst du, Heißluftfritteuse ist das auch? Ja. Das wäre geil, da kann man richtig viel Chicken Wings drin machen. Ja. Für die etwas größere Party. Ja, amerikanische Portion. Hier kann man sogar Eiskugeln machen für bestimmte Getränke. Ganz wichtig, dass man das hat am Kühlschrank. Lecker. Aber im Großen und Ganzen kann man halt sagen, es gibt halt ungefähr das gleiche wie in Deutschland, logischerweise, was man halt so braucht fürs Handwerk, aber halt so im amerikanischen Stil, ne? So was die Haustüren betrifft, was die Küchen betrifft, alles halt ein kleines bisschen anders.
Riecht gut, das kann ich dazu sagen. Das hat ja fast jedes Apartment. Also eine Einbauschränke, die wirklich quasi im Apartment drin sind. Oder im Haus, in jedem Schlafzimmer eigentlich. So eine Schiebetüren oder sehr oft. Und halt andere Sachen, die hier gerade in Wohnungen sind, die es nicht gibt. So wie zum Beispiel sowas, also die es nicht in Deutschland gibt, wie sowas. Es gibt ja in jeder Küche hier den Häcksler, den Schredder. Nicht in jeder, aber so gut wie jeder, wo man einfach Essensreste reinwirft und quasi in den Müll. Im Waschbecken habe ich, aber benutze ich gar nicht. Muss man sich einfach dran gewöhnen, ne? Und das habe ich noch nicht. Vielleicht nach 20 Jahren. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp, wenn ihr hier eine Ferienwohnung habt. Nicht, dass ihr einen Fehler macht, weil das sieht meistens aus wie ein Lichtschalter, der direkt neben dem Waschbecken ist. Aber wenn man den drückt und wenn ihr dann gerade eine Gabel hier drinnen habt oder so, hier sauber machen wolltet, dann ist das ein Problem. Also immer gucken, dass es nicht vielleicht so ein Garbage Disposal ist. Hier auch wieder ein Beispiel, weil das sind halt diese typischen, ja, wahrscheinlich auch mit dem Schloss irgendwo dran. Hier, die sieht man halt eher hier in Wohnungen und Häuser. Hier bei mir zum Beispiel. Da bin ich nicht so ein großer Fan von. Ich bin eher so ein großer Fan von denen. Sehr großer Fan. Tolle Sachen. Hier im Sortiment auch ganz besonders gibt es auch Urinproben von McDonald's. Natürlich. Earthquake ist richtig. So Gurte, mit dem man die Regale und die Schränke festmacht. Ja, ja. Den Fernseher, damit er also beim Earthquake nicht umfällt. Und hier so ein To-Go-Bag. Das gibt es natürlich in Deutschland nicht. Das ist aber auch das Einzige, was ich bis jetzt gesehen habe, was es bei uns nicht gibt. Ja. Um das Gas abzudrehen. So ja. Im Notfall. So eine Folien. Ah ja. So eine Thermoblanket. Thermoblanket. Okay. Und hier so eine Notstation für Aufladen. Klebstoff für Dekoration, damit das nicht umfällt. Das sind so Nanopads, damit die mit denen du alles festkleben kannst. Ja. Fackeln. Ja, wir gucken uns erstmal kurz den Draußenbereich an. Das ist echt gut, dass ihr die Pflanzen nicht ins Flugzeug nehmen könnt. Ja. Ansonsten gibt es jetzt erstmal was. Eigentlich für den Balkon kann ich mir auch mal eins kaufen. So eine schöne hier. Aber es ist alles sehr ähnlich. Das weiß ich sogar. Also hier, guck mal hier, kann man sich auch eine Wiese kaufen. Schön. Ist wahrscheinlich in der Pflanzenauswahl ein bisschen anders, aber genau. Man kennt es. Wie so ein Mischtopf. Das kann man sich auf den Balkon stellen. Genau, das hängt es auch aus. Schraps. Apfel, Birne, Pfirsichbäume, Kirsch, Fruit, Cocktail. Sind da dann mehrere dran? Sogar Dragonfruit, Drachenfrucht heißen die, habe ich gerade nachgeguckt. Und die gießt man vor allem mit Energy Drinks, deswegen steht hier einer. Das ist ganz wichtig. Manchmal ist es ja auch spannend, dass was genau gleich ist. Ne? Die Pflanzen sind schön. Und schöne Schmetterlinge und Flamingos gibt es hier. Kupfer. Das ist eine Außendusche. Das ist kein Kupfer, das ist nur lackiert. Das ist Plastik. Fake Kupfer. Also amerikanisches Kupfer. Ja. Zaun. So, Schrauben. Mutter brauchen wir auch. Heißt hier Nut. Nuss. Ja? Hier in Amerika gibt es offensichtlich kein metrisches Gewinde. Genau. Sondern das heißt hier UNC. Das ist das vergleichbare Gewinde mit dem metrischen Gewinde in Deutschland. Mhm. Das ist ein 3/16 oder 1/8 Inch. Das ist die richtige Größe. Die brauchen wir. Nur kürzer oder was? Nur kürzer, genau, und mit modernen. Mal gucken. Hier haben wir schon Nuts. Aha. Nutshatz. Nutshatz, ja, ja. Die können wir auch da versuchen reinzubekommen. Das ist jetzt metrisch, ne, wie du meintest. In 4, ja. 25 mm in 4. Genau, die beiden Nuts dazu. Nee. Jetzt brauchen wir noch so eine Scheiben. Die nennen sich Washers. Wieder was gelernt heute. Flat Washer, flach, lock.
Washers. Auch interessant, zum Knien. Kann man immer gebrauchen, falls es brennt. Sachen zum, dass man die Sachen da ordentlich einschließt. Ah ja, hier, orangene Hüte gibt es auch. Schön. Ja, sieht gut aus. Der Hut steht dir gut. Das ist doch mal was Gutes hier. Ein Gartenstuhl, der wippt, der sich dreht. Würde ich mir direkt mitnehmen. Ich brauche nur noch einen Garten. Dann kann man den auch irgendwo reinstellen. Ohne Ende Türen. Sollten wir welche mitnehmen? Ja, vielleicht. Ja. Geht bestimmt noch ins Gepäck rein. Meine Mutter will mir jetzt unbedingt noch was zeigen, damit ich den Witz zum dritten Mal einbauen kann. Moment. Okay, machen wir jetzt extra für sie. Man kann hier nämlich auch, aber nur angebrochen, also man kann die nur angebrochen kaufen. Säfte kann man hier auch kaufen. Okay, haben wir drin. Und nochmal Sitzkissen hier. Die wollen uns jetzt wirklich andrehen hier. Ich kann dir mal zeigen, wenn ich Sachen repariere, da brauche ich nur eine einzige Sache für. Kann ich dir kurz zeigen. Achtung. Ist genau da vorne. So machen das nämlich die wahren Profis. Sekundenkleber. Das ist das einzige Werkzeug, das ich brauche. Cooler Spachtel. Und Dosenöffner. Und da kann man auch noch gleichzeitig jemanden irgendwie exekutieren. Ist auch ganz cool, hier so ein Kühlschrank, wo man selber die Farben einstellen kann. Von, was ist das, Samsung oder so? Die ganze Kollektion. Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht, aber man kann wenigstens das Design hier einstellen. Die Platten so kaufen. Tiefkühltruhe und ohne Ende Kühlschränke und da hinten auch Waschmaschine, Trockner, alles Typisches. An der Maschine kann man sich Schlüssel kopieren lassen. Die gibt es sogar auch in vielen großen Supermärkten. Bei Obi haben wir, glaube ich, einen ganzen Gang voller Kisten. Ja. Das sind die Deutschen brauchen, glaube ich, noch mehr Kisten. Meine Mutter hat wieder was gefunden zum Mitnehmen. Ja, wunderschön. Was ist das? Plastik. Toll, einfach Plastik. Aber es sieht schön aus. Ja, toll. Ja, immerhin etwas. Gutscheinkarte für Starbucks bis zu $500. Für IHOP, wer ein Geschenk braucht in den USA, kann das hier auch im Baumarkt kaufen. Ja, das ist doch gut. Das bringe ich dir mal mit. Das hier, Chick-fil-A. Das ist doch gut. Jurol. Achso, das ist sogar für hier ein Gutschein dann. Guck dir das mal an, eine riesen Heißluftfritteuse. Da kannst du... Ne, Whirlpool steht da. Ja, kann man auch drin baden, kann man auch drin Whirlpoolen. Jacuzzi, je nachdem. Musst du bloß den richtigen Modus wählen, wenn du ja. Frittiermodus machst und dann da drüber dich da reinsetzt. Ja. Gleich werden wir wegen zu vieler schlechter Wortspiele rausgeworfen. One, ne? Ja, genau. Ja. Das Abflusswiesel, Drainwiesel, das ist hier, um Haare rauszuholen. Hauptsächlich bei einer Dusche wahrscheinlich oder bei einem Waschbecken. Okay. Das ist gar nicht schlecht. Makita scheinbar gut und gibt es auch hier in Deutschland. Aber ja, genau die gleiche. Bisschen teurer hier. Okay. Und natürlich gibt es dann hier wie überall den Self-Checkout. Es ist doch sehr ähnlich wie ein großer Baumarkt in Deutschland. Also bis auf die Earthquake. Ja. Geschichten. Aber jetzt, du hattest ja den Supermarkt schon gesehen. Ja. Die sind schon ein paar Tage hier und dann, wenn man den Supermarkt vergleicht, alles ist größer, aber der Baumarkt deutlich. Nicht. Nein, der Baumarkt ist ähnlich. Der Baumarkt ist sehr ähnlich. Ja. Ja. Aber jetzt habt ihr das auch mal gesehen, für die Leute, die sich dafür interessieren. Ja. Aber ich wollte einfach mal was Schnelles für diese Woche machen, was nicht allzu kompliziert ist. Damit wir sind auch unterwegs jetzt noch. Nach Yosemite geht es noch und noch an andere Orte. Deswegen konnte ich so diese Woche noch ein Video hochladen. Und wir haben sogar metrische Schrauben gefunden. Wenn ihr mal hier in Amerika seid und ihr braucht unbedingt eine metrische Schraube, ihr werdet finden. Wenn im Airbnb was kaputt ist, dann... Ja, es ist tatsächlich, das metrische System ist hier ja nicht so viel verwendet. Aber wenn es um technische und Wissenschaft, also technische Dinge und Wissenschaft geht, plötzlich benutzen sie es dann. Und wenn ihr noch nicht geliked habt und abonniert habt, dann macht das, weil das lohnt sich wirklich, hier den Kanal immer mal wieder zu sehen. So ist es. Sehr viele gute Informationen und ja.
Jetzt aber. Ja. Jetzt aber. Jetzt aber. Peace. Ne, erstmal noch vielen Dank an die Patreon. Okay. Und vielen Dank an die YouTube-Mitglieder. Vielen und Dank danke an die Patreon, an die YouTube-Mitglieder und alle, die das gesehen haben. Und da, an die natürlich auch. An die das auch. Ja. Genau. Und an die das. Und jetzt? Und jetzt aber. Peace.